Hallo zusammen, mein Name ist Gerhard König. Ich bin bei der Envitech Senior Produktspezialist und wir haben 2025 eine Menge neue Produkte. Und was ich euch heute vorstellen möchte, wäre die Power Backup Dual EU Netzumschaltbox. Ja, das neue Produkt, das würde ich mal nennen Verbraucherumschaltung vom Netzbetrieb auf den Backup-Betrieb. Die Besonderheit an dieser Netzumschaltbox ist, dass es aus einem sogenannten Teil-Backup ein Full-Backup generiert. Das heißt, es gibt eine Menge Hybrid- und Wechselrichter auf dem Markt, die schon Teil-Backup bieten, allerdings eben nur ein Teil-Backup. Ich nenne jetzt mal Hersteller wie Solax, auch SMA hat hier eine Baureihe oder Sungrow und viele andere. Diesen Hybrid-Wechselrichter ist es, oder beziehungsweise die haben die Gemeinsamkeit, dass sie einen Teil-Backup-Ausgang entsprechend bieten. Aber der Installateur oder der Endkunde muss seine Verteilung ein bisschen auseinanderdröseln für ein Teil-Backup und mit unserer Lösung muss er das nicht. Das heißt, es wird ein Full-Backup geboten für einen Teil-Backup-Wechselrichter. Nun, wie schon vorher erwähnt, bietet die Box eine Möglichkeit, ein Full-Backup zu generieren. Und das Tolle daran ist, es können Wechselrichterleistungen abgebildet werden vom kleinsten Bereich bis zu 30 kW. Wir arbeiten mit einer integrierten Stromüberwachung. Das heißt, im Backup-Betrieb wird darauf geachtet, dass der vorgeschriebene Strom des oder beziehungsweise der Grenzwert des Herstellers bezüglich des Stromes oder der Leistung nicht überschritten wird. Und deswegen ist diese Box sehr universell verwendbar. Wir greifen auch nicht in den Einspeisepfad des Wechselrichters ein. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, wo das Gerät entsprechend in der EU eingesetzt wird. Ich sage mal, es ist keine Netzumschaltbox, sondern eine Verbraucherumschaltbox. Wir schalten eben die Verbraucher entsprechend vom Netzbetrieb auf den Backup-Betrieb bei einem Netzspannungsausfall. Nun, bis dato gibt es nur Lösungen für so ein Full-Backup für ein entsprechendes Herstellersystem. Das heißt, ein Hersteller wie, ich nenne jetzt keine Namen, XY, bietet auch ein Full-Backup an, aber nur für das eigene System. Und unseres ist eben universell passend für viele, viele Hersteller. Wir arbeiten hier auch entsprechend mit der Kompatibilitätsliste und testen auch entsprechend die Systeme vorab, damit das Ganze auch funktioniert. Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ist es natürlich deswegen oder für viele, viele Hersteller geeignet, weil es eben universell einsetzbar ist. Das ist der große Vorteil. Und wenn jetzt auch mal ein Installateur oder ein Großhändler entsprechend das Portfolio wechselt an diesen oder beziehungsweise bei solchen Herstellern dieser Hybridwechselrichter und es ist ein ähnlicher Typ, der eingesetzt wird, ist die Box auch wieder 1:1 verwendbar. Wie erwähnt, bis 30 kW universell einsetzbar. Nun, ihr seid es ja gewohnt, Schutzklasse 2 Gehäuse bei Netzumschaltboxen zu erhalten aus unserer Produktion und wir werden das auch so beibehalten. Es wird auch jetzt für diese Variante dieser Box entsprechend auch wieder ein Feuchtwarnverteiler werden, der allerdings im Innenbereich natürlich eingesetzt wird und er bietet die gleiche Funktionalität, das heißt laienbedienbare DIN-Reiheneinbaugeräte. Und alles natürlich in einer kompakten Bauform für Wandmontage. Und nochmal eine Wiederholung, kann komplett in der EU eingesetzt werden, diese Box. Und das ist schon ein großer Unterschied zu den, ich sag mal, zu den Boxen, die wir bisher eben konstruierten, weil die eben, die gibt es natürlich auch weiterhin, aber die passen eben nur speziell für dieses System. Ja, Netzumschaltbox für Ronius, für ein Ronius-System. SMA für SMA und so weiter. Und die kann eben, ist eben nur gebunden an so einen Typus an Hybridwechselrichter.
könnte jetzt sagen, lassen Sie sich mal überraschen, was wir da noch im Petto haben. Aber ich lege noch einen drauf zur Intersolar, werden Sie das sehen. Give yourself go and get funky.